Jojo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind heute in Hamburg unterwegs und werden Smashburger bei Flame testen. Der soll richtig, richtig krass sein. Der gute Holle war auch schon hier und ich bin sehr, sehr gespannt. Lass uns direkt reingehen. Let's go. Hallo. Ah, die Soßen sind schon mal hier fertig, ready, ne? Yum, yum, yum. Hamburger, Cheeseburger, Chili Cheeseburger, Mushroomburger, Baconburger, Crispy Chicken. Crispy Chicken, Sweet Chili sogar. Wisst ihr, was ich feiere? Dass sie nicht so viel auf der Karte haben. Das ist alles noch so im Überblick. Wisst ihr, kein Schnitzel, Burger, was weiß ich, Döner oder sonst was. Sondern das ist wirklich dezent gehalten, feiere ich. Weil so kannst du die Gerichte perfekt dann zubereiten. Ne? Kannst dich vollkommen darauf konzentrieren. Ich glaube, ich nehme Chili Cheese. Werde ich testen und den Crispy Chicken. Chef, ich glaube, wir sind soweit. Ja, bitte. Probier den Chili Cheeseburger und den Crispy Chicken. Gerne. Chili Cheese und Crispy Chicken. Ja. Kannst du dazu auch einfach normale Pommes machen? Gerne. Ein Pommes. Er ist vegan, ja. Pommes sind vegan. Der Kameramann. Achso. Pommes gehen. Ja, nee, willst du? Okay, er probiert bei mir einfach mit. Mal, ja? Nein, ein Pommes. Man kann ja erkennen, dass sie für die verschiedenen Burger andere Buns nimmt, die immer, ne? Ja. Das mit Sesam, für welchen Burger ist das? Ah, das ist ein Chicken, okay. Das ist was, ja. Finde ich sehr, sehr cool. Was ist das für eine Soße? Das ist Chili-Sauce. Chili-Sauce? Ja. Das ist ja bei Hobbs zum Beispiel auch so. Bei Hobbs haben die Soße auch oben drauf gemacht. Das hat mir super gefallen. Das war schön juicy, wie man das so sagt. Sagt man das so? Juicy? Juicy. Juicy. Juicy Fruit. Claudia, für dich werde ich gleich kultiviert essen. Schaut euch diesen juicigen Burger an. Und das Brot. Mmh. So. Das ist das mit Käsesoße. So juicy wird das. Oh mein. Die ersten beiden Bissen mit sehr, sehr geiler Burger. Ich sage es nicht nur. Ja, weil ich nichts gegessen habe oder so sowieso habe. Aber der Burger ist wirklich sehr, sehr gut. Und für mich auch richtig gut gesmashed. Ich mag das Fleisch, wenn das so groß wird. Wenn es nicht so dick ist, sondern so dünn. Perfekt, diese Chili-Soße obendrauf. Sehr geil, Käsesoße. Auch für mich untypisch, dass da so viel Salat drauf ist mit den Tomaten. Aber das stört hier in dem Burger überhaupt nicht. Gefällt mir sehr gut. Das Brot auch voll fluffig. Seht ihr, wie breit es so ist. Und das matcht einfach. Oft ist es so, wenn du da noch Tomaten drauf hast, dass der Smashburger einfach zu saftig und zu juicy, sage ich mal, ist. Aber hier ist es irgendwie optimal abgestimmt. Von der Schärfe her würde ich sagen, dass es ganz normal Jalapenos sind, jetzt nichts Außergewöhnliches. Das kann ja mittlerweile scharf vertragen. Der ist echt gut, Mann. Fritten auch sehr geil. Nichts Außergewöhnliches, aber gehört halt dazu. Schmeckt gut. Crispy Chicken mit Sweet Chili Soße und Sesambun. Hört euch diesen Crunch an. Also die Cornflakes kommen anders gut. Auch der Crispy Chicken. Ein sehr stabiler Burger. Was ich feiere, sind die Cornflakes, Panade und der Soße, die Tomaten, die Zwiebeln, das matcht einfach. Und das war eine gute Entscheidung, die Süßliche mit dazu zu nehmen. Kommen wir nun zum Fazit. Also ihr habt ja gesehen, was ich da getestet habe. Chili Cheeseburger
der gesmashed wurde, und den Chicken Burger. Ist wirklich ein Top-Laden, da macht man nichts verkehrt. Und was ich wirklich beeindruckend finde, ist Preis-Leistungs-Verhältnis. Für den Chili Cheeseburger 6,90 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt. Da machst du nichts verkehrt und du wirst davon satt. Und was ich auch übelst gefeiert habe, dass der Burger so richtig, richtig platt gedrückt wurde, nochmal so ordentlich gesmashed. Du hast es, keine Ahnung, das Fleischpatty war plötzlich dreimal so groß. Das feiere ich absolut. Du hast eine schöne Kruste drauf, war optimal gewürzt, machst nichts verkehrt. Und ein bisschen stutzig war ich auch am Anfang, als ich gesehen habe, dass der Salat und Tomaten drauf getan hat. Aber es hat absolut gepasst. Du hattest nicht das Gefühl, dass der Burger irgendwie so voller Soße ist, dass es so zu juicy ist. Deswegen, ich feiere den Laden. Ich finde es wirklich top. Man kann auf jeden Fall da essen gehen. Gerade Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich unschlagbar und wirklich sehr, sehr stark in Hamburg. Lasst ein Like da, kostenlos abonnieren, bisschen den Kanal nochmal pushen, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Kuss geht raus. Kommen wir zum Fazit. Kommen wir nun zum... Ach, was ist denn los mit mir? Lass mal da, wie ich da hochfahre. Setz dich da rein, setz dich da rein. Ja. Oh nein. Kommen wir nun zum Fazit. Besser hier drauf? Okay, dann gehe ich da drauf. Ah. So. Also, der Smashburger war deutlich besser. Der Smashburger war... Digga, also, der Smashburger... Nein, okay, jetzt noch mal ernst. Okay, jetzt. Getestet habe ich den Chili Cheeseburger und den Chicken Burger mit Sweet Chili Soße. Und für mich eindeutig fand... Kommen wir nun zum Fazit. Ich habe bei Burger bei Flame gegessen. Digga, was ist denn mit mir los? Sag mir mal. Einen Monat kein YouTube gedreht und ich bin komplett weg.